Die USA haben gewählt. Nach der Wahl haben die Aktienmärkte zugelegt und die Renditen der US-Staatsanleihen sind gesunken. Ist das der Auftakt zur nächsten Aktienrallye? Und was ist von der neuen US-Administration überhaupt zu erwarten? Ich begrüße Sie zum St. Galler Kantonalbank Investment Talk Home Office Edition im November 2020. Meine Gäste sind heute Caroline Hilp, Leiterin Anlagestrategie und Analyse, und Jan Widmer, Fondsmanager Aktien St. Galler Kantonalbank. Mein Name ist Jan Gregor. Caroline Hilp, es scheint, dass die Anlegerinnen und Anleger nach der Wahl erleichtert sind. Aber worüber sind sie denn eigentlich genau erleichtert? Ich denke, die Anleger, die sind über zwei Dinge erleichtert. Einerseits stand das Resultat des President-Elected schneller fest, als man meint. Es war doch nach einigen Tagen klar, ziemlich klar. Nicht erst nach Monaten, wie zuerst erwartet, ist das das eine. Und das zweite ist natürlich die blaue Welle im Senat. Die blieb aus. Die Republikaner werden wahrscheinlich die Mehrheit behalten. Und auch das hat sich positiv an den Aktienmärkten gezeigt. Und welche Themen werden die US-Wirtschaftspolitik in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen? Ich denke, zuallererst wird die US-Politik das Konjunkturpaket beschäftigen. Das ist ja immer noch hängig und das sollte möglichst bald jetzt entschieden werden. Ich denke, das ist enorm wichtig. Dann überhaupt innenpolitisch wird auch weiterhin die Arbeitslosigkeit ein Thema sein, genauso wie die Gesundheitspolitik. Und wenn wir die Außenpolitik anschauen, dann wird auf wirtschaftlicher Ebene weiterhin das Verhältnis zu China eine große Rolle spielen. Hier erwarte ich keine Veränderung. Joe Biden ist zwar eher multilateral, aber er wird gegenüber China auch eher einen harten Kurs fahren. Von daher, hier wird vieles bleiben, wie es ist. Ja, mit noch bei den Aktien, die stark zugelegt haben, waren auch die großen Schweizer Pharmawerte. Wieso ausgerechnet die großen Schweizer Pharmawerte? Ja, Caroline Hilp hat es gesagt, die blaue Welle ist ausgeblieben, also ein deutlicher Gewinn der Wahlen durch die Demokraten, weil die Demokraten stehen für Preissenkung bei den Medikamenten und dementsprechend war die erste Reaktion, dass jetzt das ausgeblieben ist, dass ein Kursanstieg bei den Gesundheitswerten. Man muss aber ganz klar sehen, die Medikamentenpreise, die werden in den USA unter Druck bleiben, weil Joe Biden wird das sicherlich auch angehen und dementsprechend wird das natürlich mittelfristig auf das Wachstum negativ sein. Zugelegt haben auch die großen US-Tech-Werte. Das überrascht ja ein wenig, weil da ist ja mit zunehmender Regulierung zu rechnen. Ja, auch hier das Ausbleiben der blauen Welle. Die Demokraten, die sind natürlich stärker bekannt für Regulierung und sie wollen auch den Technologiesektor stärker regulieren als die Republikaner. Und das ist jetzt ein wenig ausgeblieben. Man muss aber ganz klar sagen, Regulierung, die wird auch in Technologie und in den Technologiesektor ankommen. Und dementsprechend wird auch hier ein gewisser negativer Effekt sein, der wahrscheinlich mittel- bis langfristig zu spüren sein wird. Karl Hilp, mittelfristig jetzt betrachtet oder auch langfristig, was denken Sie, werden die Auswirkungen dieser Wahl auf die US-Wirtschaft sein? Ja, nachdem Joe Biden wahrscheinlich mit einem republikanischen Senat konfrontiert ist, wird er keine großen Veränderungen struktureller Natur einbringen können. Also er wird die Steuererhöhungen seines Vorgängers nicht rückgängig machen, nach dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld auch keinen Sinn. Er wird aber sicher einige Akzente setzen können. Ich denke hier effektiv an das ganze Gesundheitssystem, an Obamacare und ich denke hier natürlich auch an seine klimafreundlichere Politik, die er verfolgen möchte, vielleicht beim Fracking, dass er hier die eine oder andere Regulation wieder einbringt. Aber ich denke, dass die Wirtschaftspolitik, die wir kennen, auch wirklich weiterhin Bestand haben wird. Es wird eine liberale Wirtschaftspolitik sein, wirtschaftsfreundlich vor allen Dingen. Und das Wichtigste ist jetzt wirklich kurzfristig, dass dieses Konjunkturpaket kommt, um die USA aus dieser Wirtschaftskrise etwas herauszuleiten. Ja, Widmer, sehen Sie Folgen für die Aktienmärkte? Also eine Normalisierung der Wirtschaftsaktivitäten steht ganz klar im Fokus der Investoren, weil das Fundament sind die Gewinnentwicklung und eine Normalisierung bedeutet, dass die Gewinne der Unternehmen ansteigen. Dementsprechend, wie Caroline Hilbe auch gesagt hat, zusätzliche Effekte, ob es ein Infrastrukturprogramm oder Konjunkturprogramm ist, das würde natürlich zusätzlich auch die Gewinnentwicklung der Unternehmen weiter unterstützen und wäre positiv für die Aktienmärkte. Caroline Hilp, was bedeutet das alles für die Geldpolitik der USA oder für die Zinsen?
Ich denke, die Wahl von Biden bedeutet sicher mal, dass die Unabhängigkeit der FED bestehen bleibt. Das ist sicher positiv. Ich denke auch, dass das FOMC etwas anders besetzt wird, als es vielleicht unter Donald Trump der Fall gewesen wäre. Aber ehrlich gesagt begrüße ich auch das. Ansonsten erwarte ich bei der Geldpolitik keine großen Verschiebungen. Die Notenbanken sind immer noch mit den gleichen Problemen konfrontiert. Tiefe Inflation, eher schwache Wirtschaft. Das heißt, die Zinsen, die bleiben sehr tief. Die außerordentlichen Maßnahmen auf der anderen Seite bleiben groß. Hier wird es sicher weitere Quantitative Easing-Programme geben in Europa und den USA. Und auch die SNB wird weiterhin aktiv am Devisenmarkt intervenieren. Interessant ist sicher der Blick auf die langen Zinsen. Herr Gregor, Sie haben es ja in der Einleitung auch angetönt, dass die eben gesunken sind. Das war sicher eine Reaktion darauf, dass eben diese blaue Welle ausblieb. Hier wird man jetzt zu einem gewissen Seitwärtstrend sehen, aber in dem Moment, in dem die Konjunktur wieder etwas mehr Fahrt aufnimmt, dieses Konjunkturpaket kommt, auch die Inflationserwartungen kommen, werden wir eher wieder steigende Zinsen sehen. Das wird jetzt aber nicht in der kurzen Frist sein, aber dann irgendwann bleiben die kurzen Zinsen tief und die langen Zinsen steigen und das wird dann eben zu einer steileren Zinskurve führen. Es fällt auf, dass nach der Wahl der US-Dollar nachgegeben hat. Das ist ja doch einigermaßen überraschend. Ja, das ist tatsächlich einigermaßen überraschend. Überrascht mich auch. Man kann es vielleicht damit erklären, dass sichere Häfen weniger gesucht werden. Das hat möglicherweise dem Euro geholfen. Ich denke, es handelt sich aber auch um eine sehr kurzfristige Reaktion. Ich denke, dass viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt wurden, ihre Positionen schließen mussten. Das hat dann eben den Dollar geschwächt. Ich glaube aber mittelfristig, dass der Dollar wieder stärker sein wird, vor allem auch, weil ich positivere Erwartungen an die US-Wirtschaft habe, als es beispielsweise an die Wirtschaft in Europa. Nach den Wahlen kommt das Zentrum der Aufmerksamkeit nun wieder auf die Gesundheitskrise. Aktuell schwappt die zweite Welle über Nordeuropa, über Europa und Nordamerika. Jan Widmer, es fällt auf, dass die Anlegerinnen und die Anleger heute viel gelassener reagieren als noch im März. Woran liegt das? Also für mich sind es drei Gründe, die mich positiver stimmen als gegenüber dem Frühjahr, ist erstens mal, man hat mit der ersten Welle Erfahrung gesammelt, man weiß, damit umzugehen und man kann diese jetzt in der zweiten Welle, ich sage, anwenden. Dann der zweite Punkt ist auch auf der zeitlichen Ebene, hier sicherlich, dass die Impfstoffkandidaten weiter fortgeschritten sind. Man hat erste ermutigende Signale erhalten, dass in 6 bis 12 Monaten ein Impfstoff oder auch dann neue Medikamente auf den Markt kommen können. Und drittens, sicherlich auch regional muss man unterscheiden. Also zum Beispiel Asien wächst sehr stark im aktuellen Umfeld und das kann natürlich die Schwäche, die in Europa vorherrscht oder in den USA gewissermaßen auch ein wenig kompensieren. Eine Seglerweisheit besagt, Pessimisten klagen über den Wind, Optimisten hoffen, dass er dreht und Realisten setzen ihre Segel entsprechend des Windes. Ich denke, diese Kategorisierung oder diese Sicht der Dinge lässt sich durchaus auch auf die Anlagewelt übertragen. Zu welcher Kategorie Anleger gehören Sie oder zu welcher Kategorie Segler gehören Sie? Ja, ich bin also ganz klar ein Realist. Für mich steht ganz klar im Fokus die wirtschaftliche Erholung. Und die wirtschaftliche Erholung, das wird zur Folge haben, dass auch sich die Nachfrage erholen wird. Und eine Nachfrageerholung gepaart mit den Kostenmaßnahmen und der Effizienzgewinn, die die Unternehmen jetzt in der Krise vorgenommen haben, die werden zu einem deutlichen Gewinnanstieg führen. Das heißt, man wird einen operativen Hebel sehen und das wird man vor allem bei zyklischen Unternehmen sehen, das heißt bei Industrieunternehmen. Dementsprechend bin ich sehr positiv auch für die Industrieunternehmen gestimmt und haben sie auch aktuell übergewichtet. Dan Hilp, welche Kategorie Segler sind Sie? Ich denke auch am ehesten natürlich Realist, so wie es mein Beruf auch von mir verlangt. Immer schön Auslegeordnung machen, alles zusammensetzen und dann die bestmöglichen Entscheide in der Allokation treffen. Karin Hilp, Jan Widmer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke, gerne.